Morgen. Heute, am Dienstag, der 7. Juni, habe ich wieder zwei Gäste. Die muss ich dann hier in der Nähe von Slomblan abholen. Also, wir werden eine Fahrt nochmal zu dem Ilinangu, ja, zu den Nangu machen. Ja. Also, die Nangu ist sehr populär, also sehr bekannt. Also, man viele gerne Ausflüge Richtung Nangu. Besonders wegen Schnorcheln, ja, also es gibt ja viele bunte Fische, ja, also schöne Korallen, ja. Also da werden wir dann auch heute schöne Tage, einen schönen Tag haben, ja, und ja, hoffe ich, dass alles gut läuft, ja. Also ich kenne das Hotel Amber nicht, ja, und ich muss ja die Kunden, ja, oder das Hotel erstmal finden und die Kunden dort abholen, ja. Und ich bin jetzt gerade hier in der Nähe von Slomblana, ja. Also da hinten sieht man ja den Strand oder das Meer, ja. Dann hierher kommen viele Leute und das ist ziemlich weit weg von der Stadt, ja. Ungefähr eine Stunde Fahrzeit oder von Kuta aus vielleicht, schätze ich mal, eine halbe Stunde, 20 Minuten, ja. Richtung Westen, dann kommen sie ins Slomblana rein, ja. Aber die Straßen sind ja gut hier, ja. Also man kann sehr gut fahren mit Roller oder mit einem Auto, ja. Es geht die Straße runter und wir sind ja ziemlich hoch jetzt hier und das ist auch schon ein schöner Blick von hier oben. Ja, ich werde Ihnen immer zeigen, was ich dann unternehme mit Kunden. Natürlich, um zu zeigen, dass sie dann mich immer kontaktieren können, wenn sie dann etwas auf Lombok hier unternehmen wollen. Ja. Also immer mit Ivan, ja. Ganz einfach. Ja. Schauen Sie mal in Google, ja. Also wenn Sie dann mich suchen oder einen deutschsprachigen Reiseleiter und Fahrer hier auf Lombok, ja. Dann einfach mal googeln, ja, deutschsprachige Reiseleiter, ja, also da steht dann Ivan später, also es wird dann Ivan auftauchen, ja, das bin ich, ja, und Sie können einfach mal weiter klicken und durchstöbern, ja, da werden Sie dann in meinen Website dann ankommen, ja. Und dort können Sie dann auch durchstöbern, ein bisschen von Ausflugsprogramm. Ja. Es gibt ja viel Auswahl. Es gibt ja dreitägige Ausflüge, zweitägige. Es gibt dann auch schon Wanderungsausflug, ja, durch die Reisfelder. Reisfelder kann man sehr gut hier besichtigen zur Regenzeit. Ja. Das ist ja zwischen November bis April, ja. Aber jetzt durch den Klimawandel habe ich dann gemerkt, dass es auch im Juni regnet, gerade Juni. Und es hat auch schon vor ein paar Tagen aus ziemlich heftig geregnet bei uns, ja, sogar als ich auch mit anderen Kunden da auf Nangu war. Spätnachmittags hat es dann sehr stark geregnet. Wir haben ein bisschen gewartet, aber kam überhaupt die Sonne nicht mehr zurück. Also zeigt sich die Sonne nicht mehr wieder, ja, und haben wir dann einfach mal entschieden, dann einfach mal Schluss zu machen, ja, und dann sind wir dann fortgefahren, ja. Also es gibt viele große Auswahl und wir haben auch schon ein Programm in Flores, ja, oder Flores ist ja normal, dass man dorthin kommt, um Komodo zu besuchen, ja. Also die Komodo leben auf drei Inseln, Rincha, Padar und Komodo selbst, ja. Aber dann auf der Nachbarninsel, da gibt es dann östlich der Insel Lombok, eine Insel heißt Sumbawa, ja. Da kann man Walhai dann sehen, ja. Das heißt, ja, man fährt zu einem Steg oder eine Art von Steg oder eine Art von Plattform, wird dann mitten im Meer gebaut aus Bambus, ja. Dorthin fährt man ja mit dem Schnellboot oder mit einem Boot, ja, und bleibt man dort
Für eine Weile wartet man auf Walhai. Ja. Dann die Walhaie werden dann von uns dann gefüttert. Ja. Also dann haben wir dann so viele kleine Fische dabei und wir füttern die. Ja. Dann ist auch schon eine schöne Attraktion. Ja. Schauen Sie mal in meine Seite auf Facebook. Da steht eine Seite, heißt deutschsprachiger Reiseleiter und Privatfahrer. Ja. Und da steht alles drin. Ja. Also ich habe auch schon Bilder hochgeladen, um zu zeigen, was für ein Programm wir dort haben. Und das können Sie ein bisschen sich anschauen oder überlegen, was Sie dann bei uns hier in Indonesien unternehmen wollen. Ja. Weil man jetzt auch schon ständig was Neues suchen. Nicht immer Bali, nicht immer Lombok, sonst dann auch andere kleine, weitere kleinere Insel im Osten. Ja. Da haben wir mal jetzt Sumbawa, Nachbarinsel, da gibt es dann Möglichkeit, Walhai zu sehen. Ja. Und nochmal Komodo und Flores ist auch sehr interessant, der ist sehr ursprünglich. Ja. Da kommen überhaupt noch nicht so viele Touristen hin. Meistens dann Komodo besucht man, nur nach Komodo hin fährt man. Ja. Aber sonst dann den anderen Teil der Insel wird selten besucht. Ja. Da gibt es dann auch schon interessante Dörfer dort, hier, traditionelle Dörfer. Oder auch nochmal, da gibt es dann Vulkan zum Beispiel. Ja. Wir haben auf der Insel hier in Indonesien, auf der Insel Kettah, immer diese Vulkane. Ja. Auf Bali ist ja dieser Mount Agung, ja, und Ostjava ist ja Ijen, Yogyakarta ist ja Merapi, im Ostjava nochmal dazu, Borobudur, was auch sehr bekannt ist ja wegen Sonnenaufgang, wird man auch gern, also man fährt gern hin, ja, um Sonnenaufgang zu genießen, dann muss man sehr früh dann aufbrechen, also circa um 3 Uhr, ja. Dann um genau zu der Sonnenaufgang, zu dem Sonnenaufgang dort zu sein. Ja. Also ist auch schon interessant. Ja. Also manchmal in dem Urlaub muss man auch schon ein bisschen fleißig sein, also früh aufstehen. Ja. Und das ist ja dann ab und zu auch schon schwer. Ja. Aber natürlich ist man dafür vorbereitet, ja, dass man früh aufsteht, ja, dann genießt man auch schon was Besonderes von dem bestimmten Ecken daher. Ich bin jetzt in einer Ecke, heißt in der Nähe von Slong Blanak, also ist ein bisschen abgelegen. Ja. Ich suche gerade ein Hotel, das Hotel heißt Amber. Ja. Ist eine wunderschöne Ecke. Ich würde sagen, ja, auch schon sehr geeignet, wenn man halt ja, was investieren will, Hotel aufbauen will. Dann ist auch schon von Landschaft her ist sehr schön, auch von dem Strand. Ja. Also ist noch leere Strände, sage ich mal. Also das Land ist ja noch frei. Also sind ja wenig Hotels hier da. Da sind mehr einheimische Häuser oder Dörfer. Ja. Und muss ich sagen, das kann ich auch schon immer empfehlen. Ja. Auch landschaftlich ist ja wunderschön, wird auch vom Berg umgegeben. Ja. Dann Verkehr sowieso auch nicht viel. Meistens dann mit einem Roller fährt man hierher. Da geht die Straße auch hoch. Ja. Da geht die Straße steil hoch. Ja.
Strecke sind ja die Hotels Amber zu finden, zu denen ich jetzt hinfahre, ja, um Gäste abzuholen. Da ist auch ein Hotel, heißt Segara Village. Ja. Hotel Segara Village ist auch, liegt ziemlich abgelegen. Kein Mensch hier auf der Straße, bis auf die ein paar Roller. Ja. Gerade auch schon ein paar Hotels hier aufgebaut. Da steht zum Beispiel hier Twin Peaks, heißt das hier auf dem Schild. Segara Lombok, ja, das meine ich ja mit dem Hotel. Ja, eine der wenigen Hotels hier bei uns. Ja. Und ich muss jetzt finden, ein Hotel heißt Amber. Ja, Amber Hotel. Schauen auf mein Google Map, ja, wo das Hotel liegt. Ja. Das ist das Hotel Amber. Ja. Sieht schön aus. Ja. Hat ein großes Gebäude dort. Also ein großes Hotel, würde ich sagen. Ja. So, dann halte ich dann hier kurz an. Warte auf die Gäste und ja, vielleicht die haben noch Frühstück gerade, ja, muss einfach nur warten, Auto hinstellen erstmal. Ja, gut, schon hier da und ich warte noch ein bisschen, ja. Es dauert noch, ja, ich glaube, halt ich, ja, also in wenigen Minuten, also kommen dich. Ja, dann bleiben Sie bei mir in dem Kanal hier in dem YouTube und werde ich dann Ihnen mehr zeigen, was los, was wir unternehmen, ja, heute. Und heute wird es dann ein schöner Tag, ja. Ja, ich bin hier in dem Amber Hotel, heißt das hier. Ich muss sagen, es ist ein schönes Hotel. Nur es ist ein bisschen abgelegen, liegt ziemlich weit weg von der Stadt. Also von Kuta aus braucht man mindestens schon eine halbe Stunde. Oder von der Stadt so ungefähr anderthalb Stunden bis hierher. Das Hotel heißt Amber. Ja. Und wenn ich dann jetzt Ihnen, wie dann der Aufsicht aussieht, ja, also mit vielen Bergen, da werden auch schon oben auf dem Berg so ein paar Villas aufgebaut. Ja. Und dann hier gleich der Eingang, Rezeption. Ja. Es ist ja schon wunderschöne Ambiente. Da so ein bisschen ein Park, ja, daneben links und rechts sind ja Felder, wird auch noch kultiviert von den Einheimischen. Ist wunderschön. Lobbys, ja.
Gibt es auch schon Fahrräder zum Leihen? Ja? Voran. Das heißt, man kann sich da auch schon hier leicht bewegen. Gerade die Hotelmannschaft ist beschäftigt. Ich kann nicht leider weitergehen. Ja. Da sind schon die Zimmer. So, ein schönes Hotel. Merken Sie bitte den Namen. Ob Sie dann vielleicht schon viel unternommen haben. Und dann Sie wollen einfach mal die Ruhe haben und ein bisschen ausruhen. Das wäre auch schon ein guter Platz zum Ausruhen. Ja. Doch, ich kann auch schon hier rein. Da, so viele Zimmer, circa 60 Zimmer. Wunderschön angelegt hier. Soll ich Pante levatini? Ich sag Pante. Ich möchte mal kurz den Strand hier und mich anschauen. Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Einsamer Strand. Sehr schön. Hat so viel aus. Das ist der Pool. Restaurant.
aber das ist normal. Ich mache das schon seit Jahren jetzt. Nur hierher komme ich jetzt zum ersten Mal, ne? Mhm. Ja, also. Das ist ziemlich abgelegen. Ja. Auf der einen Seite cool. Ja. So Strand, kann man gut schwimmen da? Ja. Zwei Nächte haben wir jetzt hier. Wow, ja, dann schon ausgerüht, ne? Genau. Okay, können wir jetzt schon fahren? Ja. Also habt ihr alles dabei? Ja. Nichts vergessen? Ja, okay. Dann machen wir den Ausflug. Ja. Wir waren halt erst in einem anderen Hotel. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gehört hast. Seven Heaven. Oh ja, das oben auf dem Berg, ne? Ja, aber wir sind da angekommen und dann hat uns das nicht gefallen. Ach so. Ja, es war irgendwie... Ihr habt jetzt Hotel gewechselt, ja, genau, mittlerweile. Ja, und dann haben wir was anderes gesucht und sind dann hier hingekommen. Ach so. Und zwar... Sieht von draußen, sieht aber das Hotel Seven... wie heißt es? Seven Heaven. Seven Heaven cool aus, ja. Die Aussicht, die View ist aber echt cool, aber die Zimmer waren halt sehr dreckig und... Ach, wirklich? Halt schon ein bisschen in die Jahre so alt geworden. Und ach ja? Das dafür war es zu teuer. Wenn ich weniger Wartung dafür eigentlich... Darf das nicht passieren, genau. Weil so lange jetzt leer. Also ich meine... Ja, genau. Gar nichts gemacht. Weil Tiere im Zimmer. Ach ja, Tiere auch. Ich glaube, das Geckos ist, oder was? Ja, ich glaube, wir Deutschen, also wir jetzt gerade, wir sind halt, glaube ich, sehr verwöhnt. Ja. Und dann war das, also wir waren auf Bali in einem echt schönen Hotel und da war alles super. Aha. Und dann sind wir hier hingekommen und dann war das so, oh Gott. Ah, okay. Wie viele Tage? Mittlerweile seid ihr da bei uns in Indonesien jetzt, Bali und Lombok? Eine Woche jetzt. Eine Woche? Ja. Okay, schön. Genau. Jetzt sind wir noch eine Woche. Hier auf Lombok oder auch mit Bali zusammen? Genau, also jetzt insgesamt. Hier auf Lombok zwei Nächte jetzt noch. Also insgesamt vier Nächte. Ah ja, okay. Und am Donnerstag fliegen wir dann zurück nach Bali. Ja, schön. Dann noch ein paar Tage dort und dann nach Hause. Siedemann? Ah ja, Siedemann ist auch schon abgelegen, ja? Ja, das Hotel ist halt ein bisschen, also dann ist es ein richtiges Hotel, was ein bisschen abgelegen ist. Okay. Wir wollten nochmal ins Landesgut, dann in zwei Nächte sind wir am Ende noch in Uluwatu. Ja. Das ist ein Ort. Uluwatu ist auch schon wunderschön, ja. Bing Hotel. Ja. Ist schon... müssen aber Klima ausmachen, erstmal ein bisschen mehr Kraft zu geben, ein bisschen steil hoch geht die Straße. Ja. Und du lebst aber auf Lombok. Genau, ja. Ich bin auf Java aufgewachsen, ja, wegen Studium, ja. Und ich mache erstmal aus, ja, also die Klimaanlage. Warten wir ein bisschen da hoch. Ja, und auf Java aufgewachsen und auf Bali nochmal, ja, wegen der Arbeit. Und jetzt bin ich selbstständig geworden. Und ist das deine Company? Ja, genau, so einfach mal so selbstständig. Jetzt, ja. Machst du das allein oder hast du noch Angestellte? Ich habe schon je nachdem, andere. Wie viel los ja, ist. Genau, wenn es mehr los gibt, dann werden die anderen eingesetzt. Ja. Ja, also wir machen mal so, aber ich betreue gerne, also lieber meine, also ich selber, ja, also die Kunden, ja. Ja. Weil, ja, ich meine, ich muss ja versichern, dass die Kunden zufrieden sind. Ja. So. Gibt es denn viele, also gibt es mehrere, die auch Deutsch sprechen hier? Ja, da sind einige, die Kollegen, ja. Okay. Ja, dann wegen der Pandemie, ja, dann ist auch schon schwer, ja, zur Zeit, ja. Ist immer noch nicht viel so. Genau, ja. Das Hotel war auch relativ leer. Genau, ja. Ja, das war zwei Jahre, schon lange. Katastrophe. Ja. Und ja. Und jetzt fängt langsam wieder an. Genau, ja. Lombok ist halt dann nicht so
sage ich mal, bis 90% von Tourismus abhängig hier. Also die Einheimischen, das Leben der Einheimischen. Aber dann sind nur vielleicht um 35% ja, leben vom Tourismus. Sonst sind die sind viele Landwirte oder die leben ja von der Landwirtschaft, ja, oder sind die Beamten, ja, aber größten Teil sind die Einheimischen bei uns, ja, leben ja von der Landwirtschaft. Ja. Und Bali ist mehr Tourismus? Bali ist mehr Tourismus, ja. Man kann immer sagen, bis zu 90% leben Leute auf Bali vom Tourismus. Ja. Deswegen ist den Balinesen auch ziemlich schwer, ja, weil ja überhaupt ja schon, wie gesagt, wenig los und kein Geschäft, ja, und zum Beispiel Leute, die halt dann viel die Sachen an Tourismus dann verkaufen, also da sind auch schon welche, die vom Landwirtschaft leben und die verkaufen Reis zum Beispiel oder Kartoffeln, ja, an die Hotels und so, ja, dann können die dann 2 Jahre nicht machen, ja. Das ist ja auch schon wieder schwierig. Und vom Staat gibt es nicht so Hilfe? Schwierig, das gibt es schon, aber das deckt nicht das Leben, also vielleicht das kriegt man, aber das ist ja das reicht nur für ein paar Tage, ja. Das wie bei den Deutschen. Kann man ja nicht drauf verlassen, ja. Es sind ja viele Berge bei uns hier, besonders im Süden, ziemlich bergig, ja. Und es gibt wahrscheinlich immer nur eine Straße, ne? Genau, ja. Noch nicht so ganz gut viel entwickelt, ja, zur Zeit. Vielleicht dauert noch ein bisschen, ja. Ja. Bis die Regierung irgendwie mal Geld hat, ja. Ja. Und wird es auch schon ein bisschen investiert. Besonders die Regierung will auch schon mehr Tourismus haben, ja. Ja, genau. Und dann, ich muss sagen, viele Leute wollen halt auch schon das Land verkaufen. Ja, ja, also dass die sagen, an die Regierung verkaufen? Oder? Nein, also ich meine an Investoren zum Beispiel. Okay, ja. Ach so. Wenn irgendwie mal Investoren da sind und die wollen halt Hotels aufbauen, ja, dann verkaufen die gerne das Land. Weil die immer Bali sehen als Vorbild, ja. Ah, okay. Sei mal, ja, auf Bali leben können Leute auch gut leben vom Tourismus. Wir wollen auch schon ein bisschen mehr Tourismus haben und deswegen ist diese internationale MotoGP-Rennstrecke auch da. Ah, okay. Oder auch gibt es auch schon oft internationale Veranstaltungen bei uns, ja, wir surfen oder gibt es auch schon oft traditionelle Festival, also Festspiele, also die dann zum Beispiel Tänzer, traditionelle Tänzer, Musik beinhalten, ja. Und ja, das macht oft auch Sinn, weil zurzeit auch viele Leute geben, die dann auch schon zum Beispiel als Influencer irgendwie mal so das, die Informationen verbreiten, ja. Also ist man ja nicht immer von Fernseher zum Beispiel abhängig, um die Informationen zu verbreiten, ja. Aber jetzt, dann geht auch schon schneller die Information. Ne? Ja, Instagram ist halt schon... Genau, krass, ne? Ja. Ist ja auch... Aber Moment. Diese Rennstrecke haben die ganz neu. Genau, seit einem Jahr jetzt. Ja, also und der MotoGP war jetzt am letzten Wochenende? Das war... Im März, ja. Schon. Das war im März und das war schon, finde ich, auch schon ziemlich erfolgreich. Ja. Sind viele Menschen gekommen? Viele Menschen, 60.000 Menschen, wow. War voll, ja. Und Lombok war halt selten irgendwie mal verstaut, ja, sage ich mal so. Es gibt selten Staus bei uns, ja. Aber dann an dem Tag, ja, bei der Veranstaltung, 3 Tage, ja, war immer viel los, ja. Waren viele Leute von Jakarta hier zu uns gekommen. Aber für die Einheimischen natürlich ist alles zu teuer, ja? Also so zahlen der Eintritt zum Beispiel, ja? Ah, okay. Dann vielleicht nur wenige Prozent gehen ja zu dem Rennen zum Zuschauen, ja? Vielleicht um die 15% vielleicht. Oh, sehr gut, ja. Aber sonst dann nur Leute aus dem Ausland zum Beispiel, ja? Singapur, und dann
aus Java zum Beispiel, wo die reichen Leute sind in den großen Städten, wie Jakarta oder Surabaya zum Beispiel. Die kommen dann hierher. Die kommen hierher. Flughafen ist schon groß. Ne? Ja, und erwarten wir, oder die Regierung erwartet schon, dass irgendwie mal so Geschäftsleute das zugeschaut haben und irgendwie mal die Chance sehen können, dass die dann irgendwie mal Geschäft hier aufmachen. Holen, ja. Das ist eigentlich schon die Chance zur Zeit, also ein Geschäft hier dann, sage ich mal, aufzumachen. Besonders zum Beispiel, da sind noch viele leeres Land, noch leer, noch kein Gebäude. Also im Vergleich jetzt mit Bali zum Beispiel, Bali ist dann dicht besiedelt, ja, also ist alles dann zu bebaut, ja. Überall Hotels, ja. Ich wusste von früher, dass viele Investoren irgendwie mal Platz dann am Strand suchten. Aber jetzt hier gehen, weil es dann keinen Platz mehr am Strand gibt, ja, dann gehen die schon in die Stadt, ja, um Platz zu finden, ja, um ein Hotel aufzubauen. Ja, ja, das ist, hier gibt es noch viele Möglichkeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten, also, vielleicht auch vom Preis her ist ja noch nicht so hoch wie auf Bali. Mhm. Auf Bali ist alles unbezahlbar. Ne? Okay. Ja, also. Aber deswegen glaube ich, kommen bei uns immer viele lieber auf Lombok, weil hier noch so nicht so viel bebaut ist. Genau. Das ja. Auf der einen Seite auch, wenn jetzt hier alles super wird, ist so auch deren Argument, weißt du? Ja. So, besonders für Tourismus natürlich. Es ist ja noch nicht so viel los. Ja? Zur normalen Zeit der Tourismus ist auch nicht so viel los, ja, und dann kommen hier Leute zum, sage ich mal, um einfach mal die Natur zu genießen. Genau, ja. Ja. Das war bei uns jetzt auch, dass wir gesagt haben, wir machen Lombok, so ein bisschen mehr Natur oder ein bisschen ruhiger zu haben, ja, weil auf Bali halt so viel Trubel und Action und alles ist. Ja. Ja. Dass man beides halt hat, einmal viel, einmal wenig. Das ist ja schon wie eine Zweigung, sage ich mal, oder wie eine, dass man irgendwie was anderes unternimmt, ja? Ja. Also man kennt so großen Teil zurzeit nur Bali, ja? Mhm. Aber dann Lombok nicht. Aber normalerweise, wenn jemand etwas von Bali redet, dann redet man zusammen etwas von Lombok, heißt es ja. Ja. Weil Gili zum Beispiel, Gili ist dann wie ein Wahrzeichen sowas für Lombok, dass jeder nach Gili hin will. Ja, ja? Ja, ja. Und wenn jemand etwas von Bali redet, dann automatisch spricht man oder redet man auch etwas von Gili. Ja? Ja. Das heißt, wenn man Bali redet, dann ist auch schon Lombok dabei. Ne? Ja. Deswegen sagt man, Lombok liegt hinter Schatten von Bali. Ja, okay. Ja, aber eigentlich, es gibt auch schon direkt Flüge, also früher vor der Pandemie, ja, also das war schon irgendwie ziemlich so beschäftigt. Singapur, ja, zum Beispiel? Genau, von Singapur, von Malaysia, ja. Mhm. Es wurde auch geplant, irgendwie mal auch Direktflug von Hongkong und dann von Bangkok, ja, zum Beispiel, okay, ja. Aber leider durch Pandemie irgendwie mal reden die Leute noch nicht wieder. Ja. Und die müssen irgendwie mal noch warten, bis alles wieder okay läuft, ja. Weil zurzeit zum Beispiel haben die irgendwie mal so ein bisschen Angst, ja, davor, dass irgendwie mal Weltkrieg ausbricht. Okay, ja. Dass irgendwie mal das Geschäft scheitert, ja, oder so. Ne? Ja, wahrscheinlich durch die 2 Jahre jetzt, wo nichts war. Ja, genau. Dann jetzt nochmal ein bisschen Sorge. Ja, ja. Besonders die Leute, die sich dann beim Tourismus beschäftigen, ja, also. Genau, ja, also ja, also nicht wieder sowas, nicht wieder so Krieg oder sowas oder Pandemie, ja. Ja, und ja, das war halt dann traurig, ja. Also Frau Bali zum Beispiel, Kollege, also von mir, die dann auch als Reiseleiter beschäftigt sind, ja, und müssen auch irgendwie mal Chance suchen, um Geld zu verdienen zum Beispiel, ja. Also die gehen ja jetzt wieder ins Meer, Fisch fangen und oder vielleicht die kommen mit Freunden mit dir, um Haus aufzubauen als Mitarbeiter zum Beispiel, ja. Ja. Ja, und ja, das war halt dann schwierig, ja. Aber jetzt erwarten wir, dass lang
langsam Tourismus wieder da oder wieder kommt, ja, dass Bali auf dass den Balinese auf das Leben auch schon ein bisschen erleichtert oder für mich auch natürlich. Ja, klar. Ja. Ja, wir hatten das Gefühl, dass auch Bali und Lombok nicht so mögen, kann das sein? Wenn wir gesagt haben, wir nach Lombok, ist man also, nicht so positiv. Also das wäre falscher Eindruck, würde ich sagen. Also ich meine, manchmal wollen halt die Balinesen, dass die Touristen immer dort auf Bali bleiben. Ist das. Aber wir sind von Kultur her schon ein bisschen verwandt, sage ich mal. Ne? Da sind viele Balinesen oder Hinduisten bei uns hier, die dann bei uns hier leben. Und dann, wir können auch schon zusammenleben, sehr gut nebeneinander. Ja, also weil, also die Leute auf Lombok sind ja größtenteils muslimisch. Ja? Also ich würde sagen, ungefähr 90% sind muslimisch und der Rest sind ja da die Christen, die Hinduisten, die Buddhisten. Ja? Ja, die Hinduisten leben natürlich sehr gut bei uns hier. Da gibt es dann auch schon einen Tempel, wo die dann auch beten können. Ja? Genau, ja. Also es gibt so auch schon ein paar wichtige Tempel, die früher in der alten Zeit aufgebaut wurden. Und es wurde schon von den Königreichen von früher irgendwie mal hinterlassen. Ja? Also, dass die jetzigen Balinesen auch ab und zu hingehen, um zu beten. Ja? Also das wäre irgendwie auch mit den Vorfahren auch. Also hat so eine Verbindung mit den Vorfahren zum Beispiel. Also die sind, die wird angebetet irgendwie mal da. Ja, oder ja, also die beten, dass die Seele der Toten irgendwie mal ein gutes Leben nach dem Sterben haben. Ja. Das ist genauso wie bei dem Glauben der Islam, ja, also dass das Leben nach dem Sterben eigentlich das wahre Leben, ja. Also wenn man stirbt, ja, das ist eigentlich so Anfang einer großen Reise, heißt es ja. Also nur, wie zum Beispiel bei uns, wenn man lebt ja nur, also die Lebenserwartung zum Beispiel liegt bei 65, 70, ja, also nicht mal so wie in Deutschland, dass man so lange dort leben kann. Also ich habe gesehen, Politiker zum Beispiel 90 Jahre. Also mein Opa 96. 96, ja, genau. Ja, also das Leben ist ja kurz, heißt es ja. Also nach dem Glauben zum Beispiel, nach dem islamischen Glauben, während das Leben nach dem Sterben in Jenseits ist das schon in Ewigkeit sowas. Ne? Ja, also deswegen muss man ja das Gute tun hier machen, ja, damit man nach dem Sterben so gutes Leben hat. Ja, sowas, ne? Also es gibt ja keine Chance, schlechte Sachen zu machen, ja, zu tun. Ja? Also Leute verletzen, zu töten oder zu mobben. Alles schön. Ja, also dann muss man so viel Almosen geben, Spende geben an die armen Familie unterstützen, Unfähigen oder die, wie sagt man, Leute, die keine Armen haben, ja, keine Beine und so weiter, die dann denen dann helfen, ja, die dann unfähig sind, selber sich selber zu unterstützen, ja, zu Geld zu verdienen, dann muss man dass dir denen dann helfen, ja, oder unterstützen, heißt es ja. So bei solchen Sachen dann wird man geführt zu einem schönes Leben, dem Sterben so manch. Ja, wenn irgendwie mal was Schlechtes über Muslimen geredet wird, ja, die dann so rumspielst auf der ganzen Welt, also von Medien zum Beispiel. Eigentlich, das ist ja keine wahre Lehre der Islam, ja? Weil die Muslimen, also die lachen eigentlich, wenn eben mal so berichtet wurde. Sagen wir dann, das ist eigentlich die westlichen Medien, die machen immer Propaganda. Irgendwie. Ja, bei uns auch Christen, die nicht auch verrückt sind. Überall genau. Aber ja, wenn irgendwie mal Medien irgendwie mal so laut darüber reden, können wir auch nichts viel machen. Ja? Also wir schauen einfach nur. Ja, weil es ist bei uns in den Köpfen schon so ein bisschen Islam ist eher, sag ich mal, schlecht. Oder Phobia, Islamophobie. Genau. Bei uns leben viele, ja. Aber eigentlich, die Muslime sind schon netten, freundlichen Menschen und
die können sehr gut miteinander leben. Ja. Die unterstützen die Armen oder die, die behinderten Leute zum Beispiel. Ja. Ja, also eigentlich das Leben ist schön. Ja, also ja. Ja. Wenn irgendwie mal gesagt wird, ja, also hier Leute aus dem ISIS zum Beispiel, ne, also das sind ja keine reine islamische Menschen, ja, weil die irgendwie was Böses tun und dann was wir nicht kennen, ja, also die sind ja keine reine Muslime. Nee, ja, genau, ja, ja, schöne Ecke hier auch, ja, ja. Auch schon schönes Strand, ja, dort da hinten. Ja, schöne Aussicht, ja. Mal warten, wenn irgendwie mal die Investoren hier zu uns kommen, da kann man überhaupt die nicht anhalten. Ja? Das heißt nicht stoppen. Ja? Also die kommen hier zu uns, bringen Geld und sagen der Regierung, ja, hey, ihr habt hier Geld, ja, und ihr, ich will ein Hotel hier aufbauen, Geschäft machen. Ja. Gut für eure Menschen, eure Leute. Ja. Und wenn die Politiker sagen, ja, warum nicht? Und dann kann man ja nichts anderes machen. Ja? Also, ja, können wir hier noch investieren. Ja, sowas, ne? Ja, wir sind jetzt auf der Südteil der Insel, also Südküste, sage ich mal. Ihr seht dann hier die Häuser der Einheimischen, ziemlich einfach, ja, einfache Häuser. Zum Teil sind die aus Stein, ja, zum Teil sind die einfach mal aus geflechtener Bambus, ja, ah, sowas, geflochtener Bambus. Aber wenn ihr seht, hier Müll zum Beispiel, ja, das ist ziemlich weit weg abgelegen und ja, dass die Regierung überhaupt schwierig das macht, ja, und wird Müll von den Einheimischen einfach so verbrannt, ja, oder begraben oder sowas, ne? Ja, es dauert noch ein bisschen, bis Leute das kennen, wie man sich dann mit Müll zum Beispiel umgehen muss, ja, also wie man das macht, ja. Aber das kann man ja nicht vermeiden zurzeit, ja, ohne Plastik zum Beispiel, ja. Aber ich muss sagen, die Regierung macht schon etwas, ja. Es wurde versprochen, der Gouverneur zum Beispiel, in die Zukunft irgendwie mal, dass die Insel irgendwie mal sauber, alles sauber zu machen, ja. Und ja, dann... Nur jetzt Corona-Finger und die Einnahmen. Genau. Ja, das war schon eine schwierige Zeit, ja, immer, ja, für alle, ne? Was ist die meiste Nationalität, Tourismus, Australien? Da sind viele Australien bei uns hier. Ja. Ich kenne aber nur die Deutschen. Du machst ausschließlich Deutsche. Ja, also ich mache immer die Führung für Deutschen. Ja? Also ich habe mich einfach mal so an die deutschen Sprache spezialisiert. Ja, aber es tut, ja. Oh ja, und ich mache ich gerne. Also deswegen fühle ich mich auch wie halb Deutsch, du. Sehr gut. Ja, also ich träume auf Deutsch, ja. Echt? Ja, weil ich dann eben mal etwas sage zum Beispiel und meine Frau sagt, du hast was gesagt, ne? Was war das? Ja, irgendwie mal auf Deutsch oder was, ne? Du warst selber auf Deutsch in Deutschland? Nein, Deutschland kenne ich überhaupt nicht, ja. Aber spricht wie, als wenn aber du sprichst sehr gut Deutsch. Aber schreiben sehr gut. Ja, aber ja, durch die Arbeit jetzt, ja. Also richtig Deutschland, ja, auch ja, Sprache, dann genau, also ich rede jeden Tag Deutsch mit Leuten, ne? Und ich schreibe auch, ja, ich schaue auch jeden Tag deutsche Fernsehen im YouTube zu. Ja. Ja. Dank YouTube zurzeit kann man alles verfolgen, was in Deutschland passiert. Ja. So kannst du ein bisschen mitreden. Ja, genau, kann ich ein bisschen mitreden, ja. Ja. Ja, und ja, aber ich finde, es ist echt. Es ist schön, ja, es ist echt schön. Also ich meine, es gefällt mir sehr, ja. Also die Arbeit, das ist genau, was ich suche, ja. Weil wenn man arbeitet zum Beispiel und zwischendurch auch was verdient, das ist auch, was man sucht, ja. Das heißt, man macht das, weil man happy ist, ja, glücklich ist, ja.
Und das mache ich seit vielen Jahren jetzt. Ja? Also ich habe ja 1991 angefangen. Okay. Seid ihr schon geboren? Ich bin 92 geboren. Genau, noch klein Kind. Ich habe sogar früher Deutsch gelernt als ihr, ne? Ja, genau. Und die Führung habe ich auf Java früher schon lange gemacht. Ja, ich habe ja die Führung auf Java so von Westen nach Osten gemacht, ja, am Anfang. Ja. Hat da ungefähr eine Woche gedauert, ja, für eine große Gruppe. Da waren großenteils meistens die Senioren unterwegs bei uns seit früher. Ja. Okay. Also mit Übernachtung dann? Mit Übernachtung, zu, ja. Ja, also in verschiedenen Städten. Ja, ja. Ja. Also immer jeden Tag losfahren, 8 Uhr, 7 Uhr losfahren, wow. Und abends in einem Hotel übernachten bis Ostjava zum Beispiel. Wie gesagt, 2 Wochen, 1 Woche dauert es dann. Ja. Aber ich fand, das war echt toll. Also ich finde, das ist herrlich. Also was, das ist, was ich wünsche eigentlich seit früh, als Kindheit zum Beispiel. Habe ich gesehen, Leute, die sind ja weißhäutigen Leute, blonde Haare, wunderschöne Menschen. Ja. Will ich die führen, sage ich mal, als Reiseleiter, weil früher als Kindheit kannte ich auch Tourismus, aber nur vom Sehen, also von Nachrichten und sowas. Okay, ja. Will ich das machen? Und dann, man sagt, ja, schwierige Sprache, Englisch zum Beispiel, findet man schon eine schwierige Sprache, weil man das so ausspricht, nicht wie es geschrieben ist. Ja? Ja, stimmt, also das machen die Einheimischen überhaupt nicht, also das machen die nicht so gerne. Ja? Ja, also schwierige Aussprache und sowas. Ne? Und einen Tag habe ich dann so ein Schrift, also Buch, Deutsch, gefunden. Also das war in Bibliothek, ja, und habe ja Kollegen oder Freunde gefragt, der auch schon früher, also älter war, der war, hat ja früher eine Schule besucht, ja, und wurde Deutsch unterrichtet. Also es wird auch Deutsch unterrichtet bei uns hier. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wie liest man eigentlich das hier? Und dann hat mir gezeigt, so es wird so gelesen, einfach wie es geschrieben ist. Ja. Ach ja, das wäre eine Lösung, ja? Sag ich mal, okay, Deutsch ist ja einfach und das können nicht viele hier bei uns. Ja. Will ich Deutsch lernen, weil es einfach ist, ja. Ja. Weil man einfach so liest, genau wie unsere Sprache. Es wird auch gelesen, wie es geschrieben ist, ja. Dann habe entschieden, ja, also nach der Oberschule bin ich dann weiter in die Universität gegangen, ja. Das war eigentlich nicht, was ich gedacht habe, dass Deutsch einfach war. Ja. Die Sprache war immer schwieriger und immer komplizierter von Grammatik her. Ja. Ach Gott! Aber durch die Führung jetzt als Reiseleiter von Java und ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja, also es hat schon ein bisschen was gebracht. Ja. Deswegen mache ich gerne jedes Mal, wenn neue Kunden mir dann was schreiben, ja, und ist wieder was da. Und ja, okay. Ja, zwei Jahren kein Deutsch gesprochen. Vielleicht wurde ich fast krank. Ja. Zum einen, weil kein Geld war und dann kein Deutsch gesprochen. Ja, genau. Man glaube, man vergisst halt auch schnell. Ne? Ja, also, richtig. Ja. Das bei uns gibt es ja in diesem Facebook. Nichts los, ja? Am Strand. Wow, schön klares Wasser, ne? Ganz schön klares Wasser hier sehen. Man kann sehr gut schnorcheln. Yeah.